Ich zeige euch hier ein echt geiles Auto. Bleibt dran! Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelspiel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei uns auf dem Kanal. Ich habe heute ein spezielles Sahnestückchen für euch. Heute mal kein Technikvideo. Heute haben wir wieder ein Angebotsvideo. Wir sitzen hier in einem super schönen Fahrzeug. Kurz die Geschichte dazu. Es ist eine ganz, ganz liebe Familie, die sich das Fahrzeug 2021 gekauft haben. Ja, was soll man sagen, Mitte 21 war die Erstzulassung. Tolles Fahrzeug, ein paar wenige Ausflüge sind passiert, ein paar wenige Urlaube. Leider Gottes ist der Besitzer des Fahrzeuges dann plötzlich verstorben. Und natürlich, wie es so ist, allein möchte man natürlich das Auto, kann man das Auto, möchte man das Auto in der Größenordnung auch nicht fahren, ist natürlich ein Riesenteil. Aber die Geschichte deswegen, nur zum Verständnis, das ist kein Notverkauf, das ist kein Verkauf, weil irgendeine Unzufriedenheit herrschte, sondern ganz im Gegenteil, das hier ist ein Fahrzeug der Superlative. Das Auto wurde gekauft. Wir sprechen hier von einem integrierten Bürstner. Das Auto wurde gekauft 21. Ich muss immer ein wenig nachspicken, weil ich kenne das Ganze nicht auswendig. Das ist ein Bürstner Eleganz 29G. Wir machen gleich eine Roomtour. Nur die kleine Vorgeschichte dazu. Das wurde gekauft Mitte 21. Danach ging das Auto sofort zu der Firma WCS in Goch. Ihr kennt den Götz alle und die haben dann da eine beachtliche Vollausstattung geliefert. Da wurde nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Das wurde, ich müsste jetzt lügen, die Kunden haben mir erzählt, ja, roundabout wurden hier nochmal 50.000 Euro, 60.000 Euro in die Hand genommen an Ausrüstung. Gehen wir gleich durch, wo da noch zusätzlich reingeschossen wurde. Ja, ist schon eine Menge. Und ja, jetzt steht eben das Auto hier bei uns zum Verkauf, zum Angebot, weil halt einfach die Thematik so ist, wie sie ist. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt miteinander das Auto mal durch. Ich zeige euch die ganzen Details, die Roomtour. Ich versuche mein Bestes. Da bin ich natürlich nicht so prädestiniert dafür, weil ich mehr Technikvideos mache. Der Camper Tobi macht es bei weitaus geschickter wie ich. Aber ich versuche mein Allerbestes, euch das Fahrzeug mal so richtig nahe zu bringen. Also, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wir fangen jetzt einfach hier vorne mal an. Der Bürstner ist auf Mercedes Sprinterbasis. Ihr kennt das Fahrzeug alle. Mercedes ist natürlich eine geschickte Sache. Ja, da gibt es jetzt eigentlich so viel gar nicht zu sagen, außer die Motorisierung. Hier haben wir 170 PS, also ist stattlich ausgestattet, hat keinerlei Schäden, Vorschäden oder sonstiges. Also ist richtig, richtig gut in Schuss. Macht richtig Spaß, das Auto. Ich bin dann selber schon mal ein paar Kilometer, also ein paar Kilometer nicht, ein paar Meter gefahren, von unserem Platz da unten hier hoch. Er steht jetzt direkt an der Firma. Hier kann er auch besichtigt werden. Also wenn Interesse besteht, kommt vorbei. Guckt euch das Fahrzeug hier vor Ort an. Ist alles ohne Probleme zu besichtigen. Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen,
Er hat aktuell, jetzt muss ich gucken, 21.000 Kilometer auf dem Tacho, also nahezu nichts. Und ja, finde ich schon richtig cool. Natürlich hier vorne überall Verdunkelungsrollo, Plissé zum Runterziehen, hier seitlich zum Zumachen, dann an der Tür hier zum Zumachen. Also das ist alles gegeben, das ist alles da. Dann, wenn wir gleich hier im vorderen Bereich bleiben wollen, haben wir natürlich auch noch ein elektrisches Hubbett. Da können wir hier oben das Hubbett runterlassen. Ich führe es jetzt nicht alles vor. Ihr könnt euch vorstellen, wie es funktioniert. Das Auto wird natürlich dann auch nochmal grundgereinigt, wird dann auch dementsprechend noch einmal alles inspiziert, dass wenn ihr das dann übernehmen wollt oder übernehmen wolltet von dem Kunden, alles funktionell und perfekt ist. Ja, hier haben wir natürlich eine Side-by-Side-Sitzgruppe. Auch sehr cool, weil das ist natürlich schon eine Nummer, die ist natürlich schon richtig geil. Großzügig, viel Platz, ein tolles Platzangebot, kann man dementsprechend alles sehen, was man will. Hier hat man ja auch für große Menschen ein super geiles Platzangebot. Kann man gar nicht meckern, side by side, face to face, nicht side by side, Entschuldigung, face to face, ist natürlich schon richtig cool. Da kann man sie richtig austoben, da hat man Platz, da kann man essen. Ihr seht an der Tischgröße, was hier alles machbar ist. Der Tisch ist natürlich in allen Richtungen verschiebbar. Hier oben natürlich noch dementsprechend Schränkchen. Hier oben auch dementsprechend natürlich eine richtige schöne Ausstattung. Dann haben wir natürlich auch noch tolle Ambientebeleuchtungen, kommt jetzt beim Tag natürlich nicht so gut rüber, aber da kommen wir dann noch gleich zu. Wenn wir dann hier vorne schon sind, möchte ich euch die Technik nicht vorenthalten. Hier sehen wir zwei Solarregler von der Firma WCS, so wie wir hier hinten, da hinten, ich gehe mal hinter, sehen wir auch den aktuellen Ladebooster von WCS, der hier verbaut wurde, mit Lichtmaschinenüberwachung, mit allem drum und dran. Dann haben wir hier natürlich auch noch einen Wärmetauscher, die 230 Volt Verteilung und alles, was dazu gehört. Darum habe ich das technische Fach auch mal offen gelassen. Unter anderem sehen wir hier auch die Dongles, das heißt, die Solarerträge sind auch mittels Handy ohne Probleme über Bluetooth abrufbar. So dass man natürlich immer weiß, wie viel Solarstrom kommt denn letztlich von oben wirklich raus. Geht in meine Akkus rein. Und jetzt muss ich mal, hoppla, Entschuldigung für den Wackler, jetzt muss ich kurz mal gucken. Wir haben natürlich hier oben 6x160 Watt Peak an Solarplatten auf dem Dach. Ist natürlich schon eine richtig geile Hausnummer. Also da muss man sagen, da passiert schon richtig viel Spaß. Ne? Dann haben wir Lithium-Akkus, da kommen wir gleich dazu. Da mache ich jetzt einmal die Fächer wieder zu, damit ich da nicht reinfliege beim weiteren Durchlaufen. Hier sehen wir die Lithium-Akkus, den Hauptschalter, die Sicherungen, die Verteilerboxen und. Lithium-Batterien sind 3x180 Amperestunden, wo hier verbaut sind. Also echt auch richtig geil, da kommt richtig Sums rüber. Also hier haben wir auch richtig Technik. Alles original verbaut von der Firma WCS. Also das ist schon echt ein Sahneschnittchen. Macht richtig ja, Laune, das Fahrzeug. Es ist halt durch und durch autark. Kann man sagen, was man will. Also hier mit dem Auto kann man richtig viel machen. Große Wassertanks, hier kann man richtig stehen. Das ist schon echt schick. In diesem Fach haben wir eine Mobilade verbaut. Das heißt, hier hinten können wir den ganzen Auszug komplett von der Außenstauklappe bestücken, kann von innen aber auch reinlangen in den einen Korb, dementsprechend hier auch Lebensmittel oder sonst was lagern. Da dahinter sehen wir die große Zusatz-Diesel-Luftheizung, weil auch die wurde verbaut, damit wir hier nämlich zusätzliche Ausströme haben. Weil grundsätzlich hat das Fahrzeug eine alte Heizung, nur durch die Dieselheizung haben wir halt den Vorteil, wir können mal schnell eine Zusatzwärme reinpumpen und das ist natürlich auch schon richtig geil. Also ich finde die Dieselheizungen ja grundsätzlich eine sehr schicke Sache. Und jetzt schauen wir hier mal kurz ins Steuerpanel.
Hier sehen wir nämlich auch, was alles verbaut ist. Eine Ebersbecher Dieselzusatzheizung. Hier haben wir eine WCS Wechselrichter, eine Kombi, 2000 Watt, 60 Ampere Ladestrom, wenn mir nicht alles täuscht. Hier haben wir eine vollautomatische Hubstützenanlage, auch die ist neu verbaut. Dann natürlich die Steuerung von der Alte, ganz klar. Hier oben haben wir die Sattschüsselsteuerung. Die haben wir hier, haben wir einen großen LCD-Bildschirm. Ich weiß gar nicht, wie viel Zoll das ist, 32 oder irgend sowas. Also ein Riesending, den dreht man dann natürlich rum. Und hinten im Schlafbereich haben wir dann das Gleiche nochmal. Da haben wir dann auch nochmal einen Fernseher. Kommen wir gleich dazu, wo man nochmal dementsprechend dann rumdrehen kann. Also der Fernseher, ihr seht, ich gehe mal ein bisschen weiter weg in die andere Richtung. Also das ist schon mal eine Klasse. Da kann man mal richtig Fernseh gucken. Dann haben wir hier einen riesengroßen Dometic-Kühlschrank mit oben liegendem Gefrierfach. Oh, das ist eine tolle Geschichte. Wenn wir uns umdrehen in die Küche, hat er auch hier ein kleines Highlight, nämlich einen Backofen. Oh, den finde ich richtig geil. Also das ist was, wo ich im heutigen Fahrzeug liebend gern hätte, also in meinem Fahrzeug. Dann natürlich hier schön die Spüle integriert. Ja, wie man es vom Bürstner kennt, echt eine tolle Sache. Fächle oben drüber, viel Platz, Auszug. Das hier ist so ein kleiner Apotheker, wo man von der Seite ran kann. Also echt richtig, richtig schick. Also mir gefällt das Fahrzeug richtig, richtig gut. Ich weiß, es ist immer alles schick, aber das ist schon eine Klasse für sich. Wenn wir jetzt mal weitergehen, nach hinten kommen wir dann in den Badbereich. Also hier sehen wir das Waschbecken, auch toll gehalten, also richtig schön. Mit Auszügen, mit allem drum und dran, also richtig schön. Hier haben wir dann nochmal einen schönen Wäscheschrank, riesengroß, was man hier alles reinkriegt. Also echt phänomenal. Dann haben wir hier die große Dusche, also das ist mal eine echte, richtige, schöne große Dusche. Also ich finde die richtig geil. Also hier kann man ja auch große Menschen richtig gut duschen, da hat man richtig viel Platz. Ja, also echt wieder heim, ne? Also das ist Wohnen wieder heim. Vor allen Dingen, man hat ja den Vorteil, man kann jetzt hier die Tür zumachen. Zack. Und gehen wir dann ein Stück zurück. Jetzt haben wir hier die Tür zugemacht und dann hat man hier wirklich wie ein Badezimmer, ne? Weil jetzt gehen wir hier rein, jetzt kann ich die Toilettentür hier auch noch zumachen. Und dann haben wir hier Toilette und haben hier ein richtig schönes, separates Badezimmer. Dann haben wir hier das geräumige Schlafzimmer. Das ist natürlich auch richtig cool mit einem Queensbett. Hier hinten, seht ihr, hängt der zweite Fernseher. Hier haben wir eine kleine Garderobe mit Spiegel und hier nochmal einen riesen Wäscheschrank. Also hier hat man Stauraum bis zum Verrücktwerden. Also hier passt, glaube ich, mehr rein wie in meine Wohnung. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine kleine Wohnung habe. Aber überall Fächer, Riesenschränke. Also das ist schon richtig schick. Hier nochmal einen richtig großen Wäscheschrank auch im Eck. Also jedes Plätzchen ist hier auch richtig schick genutzt. Darunter ist natürlich dann die Heckgarage. Hier haben wir nochmal Auszüge, Klappen. Hier ist es noch gar nur Bettwäsche. Hier haben wir noch Klappen, wo man dementsprechend was unterbringen kann. Es ist hier nochmal der Wassertank, Zugriff, Stauraum. Also man hat hier auch richtig, richtig viel Platz für alles Mögliche. Und das ist schon richtig geil. Muss man sagen, schaut optisch richtig schön aus, ist richtig schick und stellt schon eine Klasse für sich dar. Also der Bürstner ist schon ein Auto, wo ich sage, ist schon echt schön. Muss man einfach so sagen, wenn man hier durchguckt. Die Farben finde ich auch sehr schön. Ja, es ist schon wirklich eine Klasse für sich. Macht richtig Spaß. Klimaanlage ist natürlich auch dabei. Vorbereitung für LTE und einem Router. LTE-Antenne ist am Dach. Und hier haben wir dann noch die Vorbereitung dafür. Ihr seht den Halter noch da. Die Kabel von der Antenne können auch noch rein, weil die sind am Dach schon fix und fertig montiert. Also es fehlt an dem Fahrzeug auch nichts an Ausstattung. Also muss man ganz ehrlich sagen. Und
Jetzt haben wir den Innenraum, jetzt gehen wir oder versuchen mal kurz außen auch das Fahrzeug abzufilmen, weil ein Highlight habe ich noch und das möchte ich euch natürlich definitiv nicht vorenthalten. Ja, hier sehen wir jetzt das Fahrzeug nochmal von außen. Hier haben wir die Klappe, wo ich vorhin erwähnt habe, wo man auch von innen ran kann. Hier sehen wir die Mobilade verbaut, die natürlich auf der Seite zum Ausziehen ist und auf der anderen Seite zum Ausziehen ist. Also das ist schon richtig cool gemacht. Dann gehen wir mal kurz nach hinten, weil das Fahrzeug hat aktuell Winterreifen drauf und ist aber auch noch ausgestattet mit einem Satz Sommerreifen. Auch der ist dabei. Die sind auch vom Profil her noch richtig gut. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Auch das ganze Zubehör ist natürlich dabei. Auch hier ein riesen Mobiladeturm. Von der anderen Seite auch beladbar. Hier haben wir etliches Zubehör, Stühle, Tische, Werkzeug, was da nicht alles drin ist, Besen, Reinigungszeug, Lichter und. Hier die Häken, also das Fahrzeug ist bereit zum Fahren. Holen, nehmen, Urlaub, fertig. Natürlich auch eine riesen Markise von Thule. Oben drüber sehen wir gleich die Satzschüssel. Und jetzt noch ein kleines Highlight, was das Fahrzeug auch noch bietet, ist nämlich diesen E-Roller, der ist auch dabei. Das ist ein E-Roller, komplett zum Fahren, also auf Dreiradbasis. Gerade wenn man mal unterwegs ist, macht der Spaß. Der ist so wie er steht, fix und fertig dabei. Kann man mittels des Fahrzeuges natürlich auch aufladen, weil wir ja hier Lithium und Wechselrichter alles an Bord haben und somit kann man hier natürlich auch dementsprechend gleich den Roller wieder im Auto laden und sind auch hier mächtig autark. Das Auto ist mit der Bühne da hinten 10 Meter lang, ist natürlich schon eine Nummer, ist ein Doppelachser, 5,5 Tonnen hat er als Gesamtzulassung, also ist schon. Ich bin jetzt ganz ehrlich, wird mich schon reizen. Also ist schon ein echt schickes Auto. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen ganz drauf kriegen. Jawohl, schaut schon geil aus. Also ich bin begeistert von dem Auto. Ich mag ihn unheimlich. Schaut richtig, richtig schick aus. Was soll man sagen? Also derjenige, der das Fahrzeug kriegt, neuwertig, kann sich schon wirklich, wirklich glücklich schätzen. Also ich mag das Auto jetzt schon. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr meint, es wäre was für euch, könnt ihr ihn hier in Dinkelsbühl jederzeit anschauen, vorbeikommen. Auch kann ich euch das technische Datenblatt vorab per E-Mail natürlich zuschicken. Das ist auch kein Problem. Der ist ab sofort zu verkaufen, ist zu haben. Einfach bei uns melden. Er steht parat und wartet auf euch. Kommen wir mal ganz kurz nochmal zu der finanziellen Geschichte und dann gucke ich euch oder lese ich euch nochmal vor, was denn das Auto nochmals alles beinhaltet. So, ich hoffe, ich konnte euch das Fahrzeug ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ihr habt dann besseren Eindruck bekommen von dem Auto. Gern würde ich euch das Auto natürlich persönlich zeigen. Das wäre mir ein Anliegen, wäre wirklich schön, weil ich möchte natürlich auch der Familie helfen, das Auto so schnell wie möglich zu verkaufen. Also gehen wir nochmal ganz kurz durch, was das Fahrzeug alles so an Nachrüstungsgegenständen hat. Von der Serienausstattung haben wir natürlich eine 6 Meter Markise. Wir haben den E-Roller, wir haben den Alu-Heckträger für den E-Roller, der dabei ist. Wir haben die zwei Mobiladen, Regalsysteme, die da verbaut sind. Wir haben einen Wechselrichter, der verbaut wurde mit 2000 Watt. Wir haben 6x Solar mit 160 Watt Peak. Also das ist schon richtig eine Nummer, was darunter kommt. Wir haben 60 Amperestunden, einen 60 Ampere Ladebooster, den LBR60 von WCS. Wir haben eine Diesel-Zusatzluftheizung von der Firma, jetzt muss ich wieder kurz nachgucken, Heiland, zack. Ja,
Ebersbecher natürlich. Klar, Götz verbaut, glaube ich, nur Ebersbecher. Dann haben wir eine MaxView-Antenne auf dem Dach. Dann haben wir eine vollautomatische Sattschüssel mit Doppel-LMB. Das heißt, vorne und hinten kann man natürlich auch unterschiedliche Programme gucken. Das ist auch immer so ein Thema, ist ganz wichtig. Dann haben wir das, ja, das ist auch eine wichtige Geschichte. Wir haben nämlich bei dem Fahrzeug eine Goldschmidt-Luftfederung. Festhalten auf der Vorderachse, weil damals gab es es noch nicht auf der Hinterachse. Die Hinterachse ist aber vorbereitet, weil mittlerweile gibt es es. Also das heißt, es ist nicht mehr ein großer Baustein. Man könnte relativ easy hinten noch diese Luftfeder nachrüsten, dass er Vollluft gefedert ist. Vorne ist es schon, hinten kann man es nachrüsten, Vorbereitung liegt aber schon. Dann hat er natürlich auch noch die Hubstützenanlage, vollautomatische, hydraulische Hubstützenanlage, das ist auch ganz wichtig. Die zwei Fernseher hat er natürlich drin, also das ist richtig. Doppelachse, eine Klimaanlage hat er, Einparkhilfe, Rückfahrkamera. Klar, das alles, was Standard ist, hat er natürlich auch. Eine tolle Innenausstattung, Hubbett, Queensbett, alles da. Also man muss sagen, in allem ist es schon ein sehr, sehr hochwertiges Fahrzeug. Ich habe einmal versucht zu recherchieren. Ich kam, wenn man das Ganze mal komplett durchrecherchiert, ich weiß aber nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Die Preise haben wir mal so grob aus dem Konfigurator gezogen. Auf einen Neupreis mit den ganzen Umbauten, mit allem drum und dran, auf 245.000 Euro. Das Fahrzeug ist jetzt abzugeben für ca. 180.000 Euro. Ich bin da natürlich raus. Das sind die Dinge, wo ich von meinem Kunden euch weitergebe. Gerne aber das Fahrzeug, wie gesagt, hier anzugucken. Gerne auch mit dem Kunden dann dementsprechend, wenn es ernsthaft wird, Kontakt aufnehmen, weil alles Weitere macht natürlich der Kunde mit euch. Wir stellen das Fahrzeug dar. Wir zeigen euch das Fahrzeug. Ich mache dieses Video, damit ihr es dementsprechend im Vorfeld schon begutachten könnt. Ja, und jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob ihr das Fahrzeug genauso toll findet wie ich. Ich finde es mega, ich finde es richtig geil. Und ja, ich kann nur sagen, derjenige, der das Fahrzeug kauft, hat ein richtig tolles Gefährt. Ja, das wäre die Vorstellung von dem Fahrzeug. Ich bin mega begeistert, ich mag das Auto jetzt schon. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach. Natürlich würde ich mich auch über ein Like für das Video freuen, genauso wie über ein Abo von euch, um dass ihr solche Dinge nicht verpasst. Und ganz wild seid, drückt da einfach noch die Glocke, dann wird er auch immer informiert, wenn von mir irgend so ein Angebotsvideo von Fahrzeugen oder Technikvideo natürlich rausgeht. In naher Zukunft haben wir noch den zweiten Teil von dem EcoFlow-Einbau und haben noch viele weiteres vor dieses Jahr. Also wird nur richtig spannend und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Und ja, ich weiß, ihr bekommt die Auswertung vom Solartest. Ich bin schon fast fertig. Habt bitte nur ein bisschen Geduld. Die Zeit ist immer das Problem. Aber ich bin dabei und wir werden das auf alle Fälle auf die Reihe kriegen. Also, jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Osterwochenende und viel Spaß, Sonne scheint, ihr werdet viel von euch werden unterwegs sein mit euren tollen Autos und dabei unheimlich viel Spaß. Genießt das schöne Wetter, genießt die vier schönen Tage, vielleicht könnt ihr ein bisschen abspannen, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute, euer Micha.